Hallo Anja. So, wie gesagt, das Cover ist leider hier ja nur in Schwarz-Weiß. Original ist es in einem Eisblau. Ich habe die Rezi von mir heute zu dem Buch gepostet. Da seht ihr das Cover auch in Farbe. Das Buch ist von Sabrina Heilmann. Und ich fand es persönlich super, super gut. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Ich lese euch wie immer den Anfang vor. Und dann gucken wir mal. Sie hat hier eine Anmerkung vorab gemacht. Dieses Werk ist reine Fiktion. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder Personen verstorben sowie oder verstorbenen Personen sowie Schauplätzen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Alle darin beschriebenen Vorkommnisse sind frei erfunden. Das hat sie vorab nochmal angemerkt. Ja, das Buch. 7 Jahre war sie auf der Flucht vor der Vergangenheit. Nun muss sie sich ihr stellen. Seit dem verhängnisvollen Heiligabend im Jahr 2010 ist Janas Leben nicht mehr dasselbe. Sie hat sich verändert, ist still und in sich gekehrt und versinkt regelmäßig in ihren Gedanken. Von den lebenslustigen Mädchen ist nur noch ein Schatten übrig. Als ein schwerer Schicksalsschlag ihre Familie erschüttert, steht ihre Welt Kopf. Sofort lässt Jana alles stehen und liegen und reist nach Hause. Im Zug lernt sie den Polizisten Erik kennen, dessen fröhliche grün-blauen Augen ihr ein sanftes Kribbeln durch den Körper jagen, während er sie in ein Gespräch verwickelt. Irritiert von dem fremden Gefühl, ergreift sie einen Koffer und stürmt aus dem Zug, nachdem dieser endlich zum Stehen kommt. In diesem Moment ahnt Jana weder, dass sie den falschen Koffer an sich genommen hat, noch dass Eriks Schicksal mit ihrer Vergangenheit verknüpft ist. Ein emotionaler Roman über Vergangenheitsbewältigung, einsame Rosen im Schnee und die heilende Kraft der Liebe. Also, ich muss gestehen, dass mich der Klappentext schon sehr, sehr neugierig gemacht hat. Ich mag ja, dieses Dramatische auch so ein bisschen, dieses Emotionale, wenn man einfach nie weiß, was einen erwartet. Wir starten mit Teil 1. Von Kälte umgeben liegt eine Rose im Schnee, die Blätter erfroren, die Farbe verblasst. Von Eis durchzogen liegt eine Rose im Schnee, vom Wind versteckt, von der Liebe gefunden. 6 Jahre zuvor, 24. Dezember 2011. Der Schnee wirbelte um ihren Kopf und die kleinen weißen Flocken legten sich auf ihrem Haar nieder. In ihrem Herzen herrschte ein unbändiger, schmerzhafter Druck. Sie fühlte sich allein und verloren. Der Wind frischte auf und machte ihr nur allzu deutlich, dass sie hier nicht erwünscht war. Sie klammerte sich an die zarte Blume in ihrer Hand, als wäre sie ein Rettungsanker. Aber nichts und niemand konnte sie retten. Tränen rannen über ihre blassen Wangen und vermischten sich mit den Eiskristallen, die ihre Haut bedeckten. Sie senkte den Blick auf die leuchtend rote Rose in ihrer Hand. Eine Träne tropfte auf die Blütenblätter und sie glaubte, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Die Welt um sie herum drehte sich und schwankte. Bilder fluteten ihren Kopf und rissen sie mit in die Tiefe. Sie spürte den Widerstand. Oh, wartet. Ich muss einmal den Vibrationsalarm ausmachen, sonst mobbt die ganze Zeit mein Handy. Sie spürte den Widerstand, hörte Glas splittern und Knochen brechen. Ein lauter Schluchzer durchzog die winterliche Landschaft und sie gab dem Druck nach, der sich in ihr ausbreitete. Weinend sank sie auf die Knie und schützte die Rose vor dem gnadenlosen Wetter. Das war das Einzige, was sie noch tun konnte. Der eiskalte Schnee durchnässte ihre Sachen, aber sie spürte die Kälte schon seit 12 langen Monaten nicht mehr. Sie wusste nicht, wann sie das letzte Mal etwas gespürt hatte. Es tut mir so leid, weinte sie und streckte ihre zitternde Hand aus. Behutsam bettete sie die rote Rose in den weißen Schnee und strich mit den Fingern über die goldenen Buchstaben, die in dem schwarzen Granitstein eingraviert waren. Sie ließ ihre Hand sinken. Und ihr Kopf sackte kraftlos nach vorn. Die Emotionen fluteten ihren Körper und nahmen ihr die Luft zum Atmen. Unbändige Wut, der Hass auf sich selbst, Abscheu, all das empfand sie in diesem Moment. Sie würde sich niemals verzeihen können, was sie getan hatte. Nicht in diesem Leben,
und nicht im nächsten. Der Schneesturm, der um sie herum tobte, wurde stärker und die weißen Wolken verschluckten sie. Sie wollte gehen, spürte, dass die höheren Mächte sie hier nicht haben wollten, aber sie war zu schwach. Sie konnte nicht aufstehen, ohne noch tiefer zu fallen. »Es tut mir so leid«, flüsterte sie wieder unter Tränen und nahm ihre letzte Kraft zusammen. Sie durfte nicht hier sein. Es war falsch. Sie war an einem Ort der Ruhe, aber sie brachte nichts weiter als Unruhe und Chaos mit sich. Langsam richtete sie sich auf, umschlang ihren Körper mit den Armen und gab sich selbst Halt. Sie musste es tun, weil sie wusste, dass sie sonst für immer verloren war, verloren in einem Strudel, der sie die Bilder der Vergangenheit nicht vergessen ließ. So lange, bis es vorbei war und sie die Strafe erhielt, die sie für ihre Tat verdiente. 1.1 Gegenwart, 1. November 2017. Über Nacht hatte der erste Schnee Berlin mit einer zarten weißen Schicht überzogen. Es war kühl geworden und ein angenehmer Wind wehte Jana ins Gesicht, als sie wie jeden Morgen zur Arbeit lief. Sie folgte dem schmalen Waldweg, der sie zum Grunewaldsee führte. Obwohl sie den Bus hätte nehmen können, zog sie den Spaziergang vor. Sie lief immer, egal bei welchem Wetter, bei 30 Grad im Schatten, aber auch bei strömendem Regen. Weil sie noch etwas Zeit hatte, ging sie zu dem kleinen Strandabschnitt, wo Spaziergänger im Sommer ihre Hunde baden ließen. Hier hatten sich ebenfalls einige Schneeflocken niedergelegt. Sie ließ sich auf einen Baumstamm am Ufer des kleinen Sees sinken und verschränkte zum Schutz die Arme vor der Brust. Aus der Ferne hörte sie Menschen sprechen und Hunde bellen, am Strand aber war sie die Einzige. Innerhalb von Sekunden ergriff die Kälte von Janas Körper Besitz. Aber sie nahm sie nicht wahr. Sie nahm keines der Gefühle mehr wahr. Stumm wanderte ihr Blick über das Wasser, das wie der Himmel grau und trostlos wirkte, so trostlos wie die kommende Zeit. Bei dem Gedanken daran wurde ihr flau im Magen. Der erste Schnee war ein Zeichen, ein leuchtender Warnhinweis, dass ihre Vergangenheit erneut zu einem gewaltigen Schlag ausholen würde. Wie jedes Jahr war sie sich nicht sicher, ob sie diesen überstehen würde. Seit 7 Jahren war er immer ein bisschen stärker geworden. Unkontrollierbar, vernichtender. Irgendwann würde der Zeitpunkt kommen, an dem sie sich davon nicht mehr erholen konnte. Schon jetzt spürte sie, dass es immer schwerer wurde. Jana erhob sich von dem Baumstamm und vergrub ihre Hände in der Jackentasche. Ein letzter Blick wanderte über das Gewässer, bevor sie den kleinen Strandabschnitt verließ und die wenigen Meter zu dem Hotelrestaurant lief, in welchem sie seit fast 7 Jahren arbeitete. Das umgebaute Forsthaus bot einen überwältigenden und imposanten Eindruck. Seine weiße Fassade leuchtete in der tristen Landschaft, das kleine Seitentürmchen verlieh ihm einen schlossähnlichen Charakter und die angebrachten Geweihe ließen es als Forsthaus erkennen. Vor dem Eingang zum Restaurant gab es einen Biergarten, der im Sommer zum Verweilen einlud. Zu dieser Jahreszeit wirkte er verlassen und traurig. Jana nahm die wenigen Stufen zum Hauptraum des Restaurants. Es war ein großer, gewölbeartiger Raum mit einer modernen Bar und alter Dekoration. »Jana, da bist du ja endlich!« Deborah, ihre Chefin, eilte mit einem Stapel Zettel auf sie zu. »Guten Morgen«, begrüßte Jana sie und die beiden Frauen umarmten sich flüchtig. Deborah war eine großgewachsene, schlanke Frau, Ende 30. Ihr fast schwarzes Haar trug sie immer zu einem strengen Zopf nach hinten gebunden. Ihre schwarze Hose und die weiße Bluse waren penibel gebügelt und saßen wie angegossen. Sie war das genaue Gegenteil von Jana. Ihr braunes Haar mit den blonden Spitzen war leicht lockig. Ihre grauen Augen wirkten leer und traurig. Das Lächeln auf ihren Lippen gehörte zu der Maske, die sie trug. Und ihre Kellneruniform hing an ihr wie ein Sack, weil sie nicht nur zu klein dafür war, sondern in den letzten Jahren noch kontinuierlich abgenommen hatte. »Bevor du den Tisch für die Mittagsgesellschaft eindeckst, könntest du mir kurz im Büro helfen. In einer Viertelstunde checken 5 Paare aus. Schreib die Rechnungen. Ich muss ein wichtiges Telefonat führen.« Obwohl Jana für einen Kellnerjob eingestellt wurde, war sie in Wirklichkeit Deborahs Mädchen für alles. Sie bediente nicht nur die Gäste, sondern zeigte ihnen auch die Zimmer, erledigte Büroarbeiten, putzte und half manchmal in der Küche.
Oft blieb sie von früh bis abends und sammelt dabei eine Überstunde nach der nächsten. Was für viele anderen eine Strafe gewesen wäre, war für Jana eine willkommene Ablenkung. Das war neben der verhältnismäßig guten Bezahlung einer der Gründe, warum sie sich nicht beschwerte. Jana kannte niemanden in Berlin. Als sie vor 7 Jahren überstürzt in die Hauptstadt gezogen war, hatte sie kein Interesse daran gehabt, neue Leute kennenzulernen. Sie wollte ihre Ruhe haben, sich selbst dafür bestrafen, was sie getan hatte, und jeden neuen Tag überleben. Ja, natürlich, antwortete Jana und zog ihre Jacke aus. Sie lief in Richtung Büro, als Deborah sie erneut aufhielt. Und wenn du den Tisch gedeckt hast, würdest du bitte die freien Zimmer reinigen? Paula hat sich krank gemeldet. Jan übernimmt deine Schicht im Service. Natürlich. Jana seufzte leise und verschwand im Büro. Kaum hatte sie die 5 Rechnungen geschrieben, machte sie sich daran, den Mittagstisch einzudecken, den ein renommiertes Architekturbüro reserviert hatte. Sie legte das Besteck neben die Teller und polierte die Gläser auf Hochglanz. Gedankenverloren warf sie einen Blick aus dem Fenster und ließ die Aussicht auf den Grunewaldsee auf sich wirken. Der von einem Wald umgebene See war ein kleines Paradies inmitten einer großen, grauen Stadt. Berlin war anonym. Wollte man verschwinden, war man in der Hauptstadt genau richtig. Vielleicht war das einer der Gründe gewesen, warum Jana hergekommen war. »Jana, Kundschaft!« fuhr Deborah sie plötzlich an und sie schreckte auf. Das Glas rutschte ihr aus der Hand und zersplitterte in 1000 Scherben, als es auf den Boden aufprallte. Entsetzt sah Jana nach unten und schluckte schwer. »Entschuldigung, ich mach das sofort weg.« Jana sah sich nach den Gästen um und entdeckte, am Tresen der Bar, die gleichzeitig als Rezeption dienste, eines der jungen Pärchen, das auschecken wollte. Sie bedachte sie mit einem mitleidigen Blick, so wie die meisten Menschen, die ihr in den letzten Jahren begegnet waren. Ohne viele Worte zu wechseln, nahm Jana ihnen den Schlüssel ab, händigte die Rechnung aus, kassierte das Paar ab. Eine gute Heimreise, wünschte sie, als Deborah mit dem Handy am Ohr durch den Gastraum schwebte. Ihr Blick fiel auf die Scherben, die sich noch nicht in Luft aufgelöst hatten, und sie gab ein Handzeichen, dass Jana sie zu beseitigen hatte. Sie nickte, aber das bekam ihre gestresste Chefin nicht mit. Seufzend stützte Jana sich auf den Tresen ab und ließ den Kopf hängen. Sie atmete tief durch, aber es gelang ihr nicht, sich zu beruhigen. Dieser Tag war ein Albtraum. Nicht nur, dass der erste Schnee den nahenden Winter angekündigt hatte. Ihr schien langsam alles über den Kopf zu wachsen. Sie machte den Job gern, aber sie konnte sich nicht zerteilen. Leider vergaß Deborah das viel zu oft. »Alles in Ordnung?« Erschrocken drehte Jana ihren Kopf zur Seite und blickte ihrem Kollegen Jan in die blauen Augen. Er überragte sie beinahe um 25 Zentimeter, hatte blondes Haar und war mit seinen 28 nur 2 Jahre älter als sie. »Ja, ich habe Kopfschmerzen«, log sie, lächelte unsicher und holte die Kehrschaufel aus dem Putzraum. Auch wenn sie Jans skeptischen Blick nicht sah, spürte sie ihn, als sie die Scherben auffegte. Den Kopf gesenkt ging sie an ihm vorbei und entsorgte das kaputte Glas im Müll. »Du bist nicht so eine gute Lügnerin, wie du denkst.« Jan hielt seine Kollegin am Arm fest und sah ihr in die Augen. Jana verstand sich mit all ihren Kollegen gut, aber Jan hatte ein Talent dafür, ihr direkt in die Seele zu blicken. Er wusste immer, und wenn sie vortäuschte, stark zu sein und mit jeder Situation umgehen zu können. Er hatte ein Freund für sie werden können, hätte sie es zugelassen. Aber Jana ließ seit 7 Jahren keinen anderen Menschen mehr an sich heran, außer ihre Schwester. Es verstand sie ohnehin niemand. Nicht einmal ihre Eltern. 1 Million Euro für deine Gedanken, flüsterte Jan. Ein leises Seufzen entwich Jana. Ich muss weiterarbeiten. Sie löste sich von ihm und deckte den Tisch fertig ein. Nachdem alle Pärchen ausgecheckt waren, räumte Jana die Zimmer auf, bezog die Betten neu und putzte die Bäder. Sie stellte die Putzutensilien weg und eilte zurück in den Gastraum.
Ihr blieb nur wenige Minuten, bis sie helfen musste, die Angestellten des Architekturbüros zu bewirten. »Jana«, rief Deborah aus dem Büro. Sie eilte zu ihrer Chefin, die am Computer saß und nicht glücklich aussah. »Was gibt es?« erkundigte sich Jana. »Hast du die Buchung für den oberen Saal angenommen? Na, hast du nicht gesehen, dass nächsten Samstag bereits eine Hochzeit eingeschrieben ist?« schnitt sie Jana wütend das Wort ab. »Ich habe nie... Jana, dir dürfen solche Fehler nicht passieren. Unser Ruf hängt daran. Verdammt, jetzt habe ich wegen dir wieder nur Probleme.« Jana schluckte schwer. Sie wusste, dass es sinnlos war, Deborah darüber aufzuklären, dass sie keine der beiden Buchungen für den Saal angenommen hatte. Wenn ihre Chefin sich einmal in Rage geredet hatte, beruhigte sie sich so schnell nicht. »Manchmal frage ich mich, warum ich dir solche Aufgaben überhaupt übertrage. Du bist nichts mehr als eine einfache Serviceangestellte«, schimpfte Deborah weiter. »Es tut mir leid«, flüsterte Jana, obwohl sie nicht für den Fehler verantwortlich war. Deborah wollte gerade wieder ansetzen, als Janas Handy klingelte. Irritiert zog sie es aus der Hosentasche und erkannte die Nummer ihrer Mutter. Sofort bereitete sich ein schlechtes Bauchgefühl in ihr aus. »Jana, du hast jetzt keine Zeit zum Telefonieren!« Die Angestellten des Architekturbüros betraten das Restaurant, aber Jana war klar, dass es einen wichtigen Grund für den Anruf ihrer Mutter geben musste. »Ja«, meldete sich daher und eilte durch den Gastraum. Ihr war egal, was Deborah davon hielt. »Jana, Liebling, hier ist Mama.« Die Stimme ihrer Mutter klang aufgewühlt und ihr Herz wurde schwer. »Es ist etwas Furchtbares geschehen.« »1.2. Was ist passiert?«, fragte Jana und blieb in der Mitte des Gastraums stehen, während die Angestellten des Architekturbüros um sie herum gingen und sich einen Platz suchten. »Es geht um deine Schwester.« Janas Welt begann sich zu drehen und ihr Herz schlug nicht mehr in seinem gewohnten Takt. Ihre Schwester war ihre einzige Bezugsperson. Der einzige Mensch, mit dem sie über alles sprechen konnte. »Was ist mit Jessie?«, fragte Jana atemlos. »Sie ist zusammengebrochen und nicht wieder aufgewacht. Sie liegt im Koma. Die Ärzte haben sie untersucht, aber die Ergebnisse stehen noch aus. Wird sie?« Tränen brannten in ihren Augen und ihre Welt drehte sich schneller. Sie fühlte sich benommen, als würde sie ihren Körper verlassen und sich im freien Fall befinden. »Wird sie aufwachen?« Jan sah, wie seiner Kollegin die Farbe aus dem Gesicht wich, während sie verloren zwischen all den Leuten stand. Er war es auch, der ihr Zittern bemerkte und hinter sie trat. »Das kann bisher niemand sagen«, antwortete Elvira Bachmann ihrer Tochter. »Aber du musst nach Hause kommen, Jana. Jessica braucht dich jetzt.« Behutsam legte Jan eine Hand auf Janas Schulter, die vor Schock nichts sagen konnte. Auch Deborah erkannte, dass etwas nicht stimmte und eilte zu ihrer Angestellten. Jana verlor die Verbindung zu ihrer Welt. Sie hatte gefühlt, dass der erste Schnee des Jahres nichts Gutes mit sich brachte. Langsam ließ sie das Telefon in der Hand nach unten sinken und kämpfte gegen die Ohnmacht an, die ihren Körper einnehmen wollte. Sie durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Sie musste stark sein, für sich selbst, aber vor allem für ihre kleine Schwester. Aber es rächte sich, dass Jana zu wenig schlief, zu wenig aß und sich zu viel Stress aussetzte. Jan fing sie in letzter Sekunde auf, als ihre Beine nachgaben und ihre Augen flatterten. Jana stürzte in die Dunkelheit und niemand konnte sie retten. Jan hob sie unter den geschockten Blick der Gäste auf seine Arme und trug sie auf die Couch im Kaminzimmer. Behutsam legte er sie ab, strich ihr ein paar Haarsträhnen von der Stirn. »Jana, hey!« Er hob sie leicht an und langsam kam sie wieder zu sich. Verloren sah sie sich um. Das Schwindelgefühl aber blieb. »Es geht mir gut«, flüsterte sie und wollte sich aufsetzen. Sie war zu schwach. »Bleib ein paar Minuten liegen. Ich hole dir ein Glas Wasser.« »Das ist nicht nötig. Es geht mir gut. Lass mich.« »Jana, was war da eben los?« Deborah schob stürmisch die Flügeltüren zum Kaminzimmer auf und rauschte auf sie zu. »Ich brauche frei. Meine Schwester liegt im Koma. Ich muss zu ihr.«
erklärte Jana mit belegter Stimme. Stille breitete sich in dem kleinen Raum aus und Jana richtete sich auf. Sie rieb sich die Schläfen, atmete tief durch und versuchte, die Kontrolle über ihren Körper zurückzuerlangen. In diesem Moment kam Jan mit einem Glas Wasser zurück und reichte es Jana. »Wie stellst du dir das vor? Wir brauchen dich hier!« Bora stützte die Hände in den Hüften ab. Jan strafte seine Chefin mit einem bitterbösen Blick. »Hast du nicht zugehört? Janas Schwester liegt im Koma und sie will während dieser Zeit bei ihr sein.« »Natürlich habe ich das gehört, aber da gibt es kein Aber. Diese Entscheidung hast du nicht zu treffen, Jan«, fauchte Deborah, während Jana nur zwischen ihrer Chefin und ihrem Kollegen hin und her sah. »Ich gebe Jana keinen Urlaub. Das Weihnachtsgeschäft steht an. Außerdem haben wir dank ihr am Wochenende zwei große Veranstaltungen und kein Personal. Tut mir leid.« Jana senkte den Blick und schluckte schwer. Dass Deborah kein Verständnis für ihre Situation aufbrachte, zeigte ihr wieder einmal deutlich, dass sie ihrer Chefin nichts wert war, obwohl sie über 80% ihrer Arbeit erledigte. Arbeit, die sie laut ihrem Arbeitsvertrag nicht hätte machen müssen. »Deborah«, mahnte Jan, doch diese schüttelte lediglich den Kopf. »Jan, du weißt besser wie kein anderer, dass wir auf Jana nicht verzichten können. So viele Leute sind krank, dass Christine letzte Woche ebenfalls gekündigt hat. Mach die Sache nicht besser. Es geht drunter und drüber. Jetzt auf Jana zu verzichten, ist nicht drin, so leid es mir tut«, erklärte Deborah uneinsichtig. »Das musst du aber«, meldete sich Jana zu Wort und stand auf. Noch immer zitterten ihre Glieder, aber sie konnte nicht länger warten. Sie wollte nur noch zu ihrer kleinen Schwester. »Ich kündige. Deborah, ich kann nicht mehr. Seit ich hier bin, übernehme ich einen Großteil deiner Arbeit. Es war immer eine gelungene Herausforderung für mich. Deswegen habe ich mich nie beschwert, aber es reicht. Ich muss zu meiner Schwester, und wenn das bedeutet, dass ich den Job aufgeben muss, dann ist das so.« Deborah sah sie fassungslos an. »Ist das dein Ernst?« »Ja.« Mit jeder Sekunde, die Deborah über die Worte ihrer Angestellten nachdachte, verfinsterte sich ihr Gesichtsausdruck. Jana kannte diesen Moment und sie wusste, dass ihre Chefin gleich explodieren würde. Meistens hatte sie sich gut im Griff, aber wenn sie vor unlösbaren Situationen und Konflikte gestellt wurde, erkannte man ihr cholerisches Ich. »Ich habe dir eine Chance gegeben, als dir niemand sonst geholfen hat. Und so dankst du es mir?« »Deborah, ich will mich nicht mit dir streiten, deswegen werde ich jetzt gehen. Du wirst deine Schicht beenden.« »Nein, ich werde Jana jetzt zu einem Arzt bringen«, meldete sich Jan zu Wort. »Tut mir leid, dass du dir keine Gedanken um deine Mitarbeiter machst, aber ich sorge mich um meine Kollegen. Komm, Jana.« Jana tauschte einen letzten Blick mit Deborah, bevor sie Jan aus dem Kaminzimmer folgte. »Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen«, schrie sie den beiden nach. »Du riskierst deinen Job«, flüstert Jana, nachdem sie ihre Sachen geholt hat und das Gebäude gemeinsam mit Jan verließ. Er öffnete seinen Wagen und sie setzten sich hinein. »Nein, das tue ich nicht.« Jan lenkte das Auto vom Parkplatz und fuhr in Richtung Innenstadt. »Ich habe es dir nicht erzählt, weil ich nicht wusste, wie ich es dir beibringen soll. Aber ich habe schon vor 2 Wochen gekündigt. Und die letzten Tage mit dem Drachen überlebe ich auch noch.« »Oh.« Jana öffnet ihren Mund leicht, hat aber keine Ahnung, was sie sagen sollte. »Zu welchem Arzt soll ich dich bringen?« durchbrach Jan die kurze Stille, die eingetreten war. »Du kannst mich zu Hause rauslassen. Ich habe morgen ohnehin einen Arzttermin. Aber versprich mir, dass du dich ausruhst.« »Versprochen.« Als Jana ihre Wohnungstür aufschloss, fiel die Maske, die sie in Gegenwart anderer Menschen trug, von ihr. Sie presste sich gegen die geschlossene Tür, rutschte auf den Fußboden und weinte. Ihr Körper zitterte und sie wurde von lauten Schluchzern erschüttert. Jana konnte stark sein, wenn sie wollte, aber damit zerstörte sie sich nur selbst. In Wirklichkeit war sie schwach und schleppte sich von Tag zu Tag. Seit Jahren war es ihre Schwester gewesen, die sie wieder aufgebaut und ihr neue Kraft gegeben hatte. Dass ihr diese Stütze nun vielleicht genommen wurde, riss ein weiteres Loch in Janas ohnehin verletztes Herz. Sie wollte nicht mehr. Sie konnte nicht mehr. Jahr für Jahr brachte der erste Schnee die Erinnerung zurück. Nun hat er zu seinem letzten Schlag ausgeholt. Er wollte Jana am Boden sehen. Sie sollte die Strafe bekommen, die sie verdient hatte. Mit zitternden Fingern zog sie ihr Handy aus der Jackentasche und suchte im Internet nach einer Zugverbindung von Berlin nach Dresden. Sie buchte ein Ticket für den nächsten Tag,
legte das Handy neben sich auf den Fußboden und ließ den Kopf gegen die Tür sinken. Starr ging ihr Blick durch den Flur in ihr Wohnzimmer hinein. Sie bemerkte die kleinen Schatten der fallenden Schneeflocken und ballte ihre Hände zu Fäusten. Schmerzhaft grub sich ihre Fingernägel in ihre Haut, aber sie spürte es schon lange nicht mehr. Der einzige Schmerz, der sie in 7 Jahren nicht verlassen hatte, war der der Schuld. Er hatte sich tief in ihrem Herzen eingenistet und machte sich seitdem kontinuierlich bemerkbar. Stechen, brennen, Druck. Immer wenn der erste Schnee fiel und das Jahr sich zum Ende zuneigte. Jana zögerte, als sie am nächsten Morgen vor der Praxis in der Hagenstraße stand. Sie hatte ihren Koffer bereits gepackt und das Bahnticket ausgedruckt. Nur eine Millisekunde spielte sie mit den Gedanken, direkt zum Hauptbahnhof zu fahren, in den Zug nach Dresden zu steigen und den Termin nicht wahrzunehmen. Aber dann wurde ihr bewusst, dass sie in der Heimat erwartet wurde, dass ihre Vergangenheit wie ein gefährliches Raubtier auf sie lauern und ihr den Boden unter den Füßen wegreißen würde. Jana straffte die Schultern und betrat die Praxis ihrer Psychologin Sekunden später. Dr. Yvette Schneider stand am Empfangstresen und sprach mit einer Mitarbeiterin. »Guten Morgen«, sagte Jana leise. Die beiden Frauen sahen auf. »Frau Bachmann, hallo«, begrüßte Frau Schneider sie und streckte ihr freundlich die Hand entgegen. Jana ergriff sie zögerlich. »Kommen Sie bitte mit«, Jana nickte, zog ihren Koffer hinter sich her und stellte ihn zusammen mit ihrer Tasche neben der Tür ab. Dann nahm sie in dem bequemen Sessel Platz und knetete nervös ihre Finger. Obwohl sie seit 7 Jahren Patientin von Dr. Schneider war, war Jana immer, wenn sie einen Termin hatte, nervös wie am ersten Tag. »Sie sehen blass aus, Jana. Ist alles in Ordnung?« Yvette Schneider betrachtete ihre Patientin eingehend. Sie kannte Jana Bachmann schon lange und bemerkte, wann es ihr gut ging und wann nicht. Es war offensichtlich, dass die bevorstehende kalte Jahreszeit ihr zu schaffen machte. Seit Jahren kämpfte Jana gegen ihre Dämonen, immer dann, wenn der erste Schnee fiel. »Nein«, brach Jana ihr Schweigen, »es ist nichts an Ordnung.« Sie senkte den Blick und dachte an die Nachricht, die sie gestern erhalten hatte. »Meine Schwester liegt im Koma. Sie ist zusammengebrochen und die Ärzte wissen nicht, warum. Ich habe es gestern erfahren und ich werde nach der Sitzung zu meiner Familie fahren.« »Das tut mir leid«, flüsterte Dr. Schneider und atmete tief durch. Das veränderte den Plan für die Stunde komplett und warf Jana um Wochen zurück. »Möchten Sie die Sitzung überhaupt wahrnehmen, Jana? Ich könnte verstehen, wenn Sie sofort aufbrechen möchten.« »Nein, ich kann nicht nach Hause fahren ohne Ihre Hilfe. Ich fühle mich nicht stark genug.« »Was macht Sie so unsicher, Jana?« Sie dachte darüber nach und antwortete ehrlich: »Alles. In Dresden zu sein ist schwer. Ich habe es bisher immer vermieden, länger als nötig zu bleiben, aber dieses Mal, ich kann nicht sagen, wie lange ich bleiben werde. Davor habe ich Angst.« »Haben Sie Angst, dass etwas passiert, oder ist es wegen Ihrer Schwester?« »Beides. Ich war nie länger als 3 Tage in der Stadt und in dieser Zeit habe ich das Haus meiner Eltern selten verlassen.« Jana seufzte kaum hörbar. »Und was meine Schwester angeht, der Gedanke, dass ich sie verlieren könnte.« Tränen brannten in ihren Augen und sie drückte ihre Fingernägel immer wieder in ihre Haut. Der Schmerz beruhigte sie. »Es würde mich umbringen.« Jana biss auf die Innenseite ihrer Lippen, rutschte unruhig auf ihrem Platz hin und her und bewegte die Zehenspitze in ihren Schuhen. Dr. Yvette Schneider bemerkte die Unruhe ihrer Patientin. Jana hatte diese Phasen oft, vor allem dann, wenn sie großen Stress ausgesetzt war. Am liebsten hätte Yvette Schneider sie gepackt und gezwungen, ruhig sitzen zu bleiben und durchzuatmen. »Sehen Sie Ihren Aufenthalt in Dresden als Chance, mit der Vergangenheit abzuschließen?« »Das versuche ich seit 7 Jahren, ohne Erfolg. Wieso sollte es sich plötzlich ändern?« »Weil Sie stärker sind, als Sie glauben, Jana.« »Das bin ich nicht. Immer wenn es schneit, breche ich zusammen, fühle mich machtlos und weiß nicht, was ich tun soll. Wenn ich nicht einmal damit umgehen kann, wie soll ich es mit dem Rest?«
Es muss doch etwas geben, was sie für mich tun kann. Hilflosigkeit breitete sich in Jana aus und Tränen liefen über ihre Wangen. Sie hatte das Gefühl, seit 7 Jahren nicht einen Fortschritt gemacht zu haben. Würde es ihr jetzt für den Rest ihres Lebens so sein? Sollte sie nie wieder glücklich werden und den Ballast ihrer Schuld für immer mit sich tragen? Sie wollte nicht vergessen, wofür sie verantwortlich war. Keinesfalls. Aber warum fand sie keine Möglichkeit, damit zu leben? Sich nicht täglich dafür zu steinigen? Jana. Yvette Schneider seufzte. Sie verstand den Unmut ihrer Patientin, aber sie gab ihr Bestes. Seit Jahren setzte sie alles daran, Jana aus ihrem Tief zu holen. Aber das war keine leichte Aufgabe. Die Behandlung einer posttraumatischen Belastungsstörung erfordert Geduld. Beruhigen Sie sich. Wenn Sie diesen Besuch nicht nutzen, um Ihre Vergangenheit zu bewältigen, dann versuchen Sie in den nächsten Wochen nur an Ihre Schwester zu denken. Lassen Sie sie spüren, dass sie für Sie da sind. Sprechen Sie mit ihr. Holen Sie sie zurück. Jana schwieg. Sie sah auf ihre Hände, die Tränen tropften auf ihre Jeans. Sie sind nicht auf sich allein gestellt, Jana. Sie können mich jederzeit anrufen, wenn Ihnen die Situation über den Kopf wächst. Außerdem werden wir die Sitzung, die Sie verpassen, telefonisch abhalten. Die Hilflosigkeit wirkte stärker auf Jana ein und zwang sie, sich in sich selbst zurückzuziehen. Sie verschloss sich vor ihrer Umgebung, vor der Psychologin, aber vor allem vor der bevorstehenden Konfrontation mit ihrer Vergangenheit. Sie konnte nicht mehr. Sie fühlte sich schon allein bei dem Gedanken an die nächsten Tagen und Wochen schwach. Tränen rannen über ihre Wangen, ein stummer Schrei ihrer Resignation. Sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte, ob sie so stark war, wie Frau Schneider sagte. Die Leere breitete sich in ihr aus, eroberte das nächste Stück ihres angeschlagenen Herzens und baut eine weitere meterhohe Mauer um ihre wahren Empfindungen. Janas Herz glich einem Schloss. Es war kein Märchenschloss, in dem Happy Ends geschrieben wurden, sondern ein Albtraum, der einsam in der Dunkelheit zurückgelassen worden und von dornenüberzogenen Mauern umgeben war, die jeden Eindringling abwerten, der es wagte, ihnen zu nahe zu kommen. Kapitel 1.3. Die Therapiestunde hatte Jana mehr mitgenommen als alle anderen zuvor. Sie befand sich an einem Punkt, an dem ihre Heilung zu stagnieren schien. Es war auch möglich, dass die ungewisse Krankheit ihrer Schwester für eine Verschlechterung gesorgt hatte. Als Jana den Hauptbahnhof erreichte, fühlte sie sich erschöpft. Das Gespräch mit Dr. Schneider hatte ihre Kraftreserven aufgebraucht. Der Gedanke, dass sie schon in knapp 2 Stunden in Dresden ankommen würde, machte es nicht besser. Jana betrat den Zug, der bereits auf dem Gleis stand, und suchte sich einen Viererplatz. Ihren Koffer stellte sie ans Fenster und ihre Handtasche legte sie auf den Platz neben sich. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und sah darauf. In einer kurzen Nachricht schrieb sie ihrer Mutter, wann sie ankommen würde. Diese antwortete schnell mit einem einfachen »Okay«. Jana ließ ihr Handy zurück in die Tasche gleiten, sah aus dem Fenster und betrachtete den ICE auf dem Gleis neben der Bahn. Die meisten Gäste saßen auf ihren Plätzen und unterhielten sich, andere arbeiteten an ihren Laptops oder tippten etwas in ihr Handy. Gedankenverloren verschränkte Jana die Arme vor der Brust und schloss einen Moment die Augen. Sie war so müde, dass sie hätte auf der Stelle einschlafen können. Leise gähnend kuschelte sie sich fester in den Sitz und hoffte auf eine Portion Schlaf. Seit 7 Jahren hatte Jana mit Schlafstörungen und Albträumen zu kämpfen. Sie fand keine Ruhe. Der Weg ins Bett war der schwerste, den sie jeden Tag vor sich hatte. Dr. Schneider hatte gesagt, das wäre in Anbetracht ihrer Erkrankung normal. Dennoch belastete es Jana. Sie hatte alle möglichen Schlafmittel probiert, die es in der Apotheke und in den Drogeriemärkten zu kaufen gab. Nichts half. Und die meisten pflanzlichen Mittel sorgten nur für kurze, unruhige Schlafphasen. In denen kämpfte Jana zudem mit ihren Erinnerungen an den schlimmsten Tag ihres Lebens. Sie sah die Bilder wie einen Film, in dem sie die Hauptrolle spielte. Alles fühlte sich so real an, als würde es immer wieder passieren. Nicht einmal die Tabletten, die ihre Ärztin ihr verschrieben hatte, halfen. Auch sie verschlimmerten die Situation nur, anstatt sie zu verbessern. »Entschuldigung, ist sie noch frei?«
Jana öffnete die Augen und drehte ihren Kopf zur Seite. Vor ihr stand ein Mann, um die 30, mit hellbraunen gestylten Haaren und grünblauen Augen. Ein Lächeln huschte über seine Lippen und seine kantigen Gesichtszüge spannten sich dabei ein wenig an. Er war groß, hatte eine sportliche Figur und trug eine schwarze Jeans sowie einen grauen Anorak. »Ja, natürlich«, antwortete Jana und schob ihren schwarzen Koffer etwas dichter an das Fenster. Erst jetzt bemerkte sie, dass der Zug sich schnell gefüllt hatte und jeder Platz in ihrer Umgebung besetzt war. Der Mann hatte ebenfalls einen Koffer dabei und schob ihm neben Jana ihren. »Hoffentlich vertauschen wir die Koffer nicht«, sagte er und entblößte ein perfektes Zahnpasta-Lächeln. Jana betrachtete die Koffer flüchtig. Sie waren beide schlicht und schwarz. »Sicher nicht«, ein schüchternes Lächeln, erlaubte sie sich, als der Mann sich ihr gegenübersetzte. Unsicher sah Jana aus dem Fenster und wusste nicht, ob sie das Gespräch am Laufen halten sollte. Sie schwieg und zog den Fantasy-Roman aus ihrer Handtasche, den sie am Morgen eingepackt hatte. Früher hatte Jana fast ununterbrochen gelesen. Das jedoch hatte stark nachgelassen. Jetzt griff sie nur selten zu Büchern, obwohl sie das Abtauchen in fremde Welten genoss und manchmal sogar vermisste. Aber ihre Konzentration ließ es nicht zu. Sie schaltete nicht mehr ab, verlor sich immer, wenn es ruhig um sie herum wurde, in ihren Gedankenchaos. So wie in diesem Moment. Neugierig musterte Erik die junge Frau, die ihm gegenüber saß. Sie sah erschöpft und müde aus. Und sie hatte sich gar nicht erst die Mühe gemacht, ihre Augenringe unter ihren dicken Schicht Make-up zu verbergen. Ihre natürliche Schönheit wurde von einer schwarzen Regenwolke überdeckt, die über ihren Kopf zu schweben schien. Ihre außergewöhnlichen grauen Augen wirkten leer und verloren. Ihre Mundwinkel hingen leicht nach unten. Sie war hübsch, ohne Frage, mit ihren brünett-blonden Haaren, der geraden Nase, den vollen rosigen Lippen. Aber sie war traurig. Ein Schatten ihres wahren Ichs. Erik überlegte einige Zeit, ob er das Gespräch wieder ins Rollen bringen sollte. Allerdings wollte er nicht den Eindruck erwecken, sich nur zu ihr gesetzt zu haben, um sie anzubaggern. Er saß hier, weil das mit Abstand der letzte freie Platz im Waggon gewesen war. Je länger er sie betrachtete, desto sicherer war er sich, dass sie keine Lust hatte zu reden. Weder mit ihm, noch mit sonst irgendjemandem. Die junge Frau vertiefte sich schnell in einem Roman und verschloss sich damit gegenüber ihrer Umgebung. Nachdem der Zug sich endlich in Bewegung gesetzt hatte, zog Erik sein Handy aus der Tasche und schrieb seiner WG-Mitbewohnerin Silke eine Nachricht. »Erik, ich bin unterwegs. Die Fortbildung war eher zu Ende. Räum die Wohnung auf.« »Silke?« »Die Wohnung blitzt und funkelt. Flo geht einkaufen. Hast du besondere Wünsche?« »Erik?« »Nein, ich lade euch heute Abend auf eine Pizza ein.« »Silke, gibt es etwas zu feiern?« »Erik?« »Nein, ich habe nur Lust auf Pizza.« Grinsend legte Erik das Telefon beiseite und bemerkte in der letzten Sekunde, dass er beobachtet wurde. Ertappt wandte Jana den Blick ab und starrte auf die Buchstaben in ihrem Buch. Sie tat so, als würde sie lesen. Dabei ergaben die Worte für sie keinen Sinn. Jana bekam sein Lächeln nicht aus dem Kopf und verstand die Wärme nicht, die es in ihrem Inneren hinterlassen hatte. Schließlich kannte sie den Mann überhaupt nicht. »Ist das Buch spannend?« fragte er plötzlich leise lachend, und Jana sah erschrocken auf. Ihre Wangen brannten wie Feuer. Am liebsten wäre sie im Erdboden versunken, aber da sie schlecht flüchten konnte, musste sie sich den Unbekannten und seinem traumhaften Lächeln stellen. »Ja, es ist ganz gut«, antwortete sie. Kurze Zeit sah sie ihm in die Augen, konnte seinen Blick aber kaum standhalten. Immer abwechselnd blickte sie vom Buchcover zu dem Mann ihr gegenüber. »Worum geht es?« wollte er weiteren wissen. »Um eine Stadt, in der Werwölfe das Sagen haben.« »Sind nicht sonst immer die Vampire die Chefs?« Er lachte leise und Jana schüttelte den Kopf. »Nein, die sind hier nur eine kleine Minderheit.« »Das ist eine Buchverfilmung?« Jana nickte. »Ja, aber ich habe den Film nicht gesehen, weil ich zuerst das Buch lesen möchte.« Das war eine kleine Notlüge. In Wirklichkeit hatte Jana das Buch am Morgen nur wahllos gegriffen. Zwar hatte sie mitbekommen, dass der Film in den Kinos gelaufen und nun auf DVD erschienen war, aber deswegen hatte sie das Buch nicht ausgewählt. »Dann gehörst du zu den Frauen, die im Kino sitzen und die ganze Handlung verraten?« »Nein«, Jana schüttelte den Kopf und ein zaghaftes Lächeln erhellte ihr Gesicht. »Ich bin die, die sich über die Unterschiede zum Buch aufregt und die Leinwand deswegen mit Popcorn bewirft.« Das war nicht ganz gelogen. Früher einmal war Jana dieses Mädchen gewesen.
als sie noch glücklich gewesen war, mit ihren Freundinnen die Stadt unsicher gemacht und Kinoabende geliebt hatte. Heute ging sie nicht mehr ins Kino. Nicht nur, weil sie niemanden kannte, der sie begleitet hätte, sondern weil es nicht mehr dasselbe war. Sie hat es geliebt, wenn sie am Nachmittag in den großen Sälen verschwunden und erst wieder rausgekommen war, wenn es bereits dämmerte. Das hatte sich immer angefühlt wie ein kleiner Zeitsprung. 7 Jahre später kam es ihr falsch vor. Die Filme waren falsch, genauso wie das Popcorn und das Gefühl, Spaß zu haben. Wahrscheinlich pöbelst du dann auch lautstark, bemerkte Erik und betrachtete sie eingehend. Natürlich! Er wusste genau, dass sie ihm etwas vormachte. Das Mädchen, von dem sie erzählte, klang nach einer lebenslustigen Person, die sich keine Gedanken darüber machte, was andere Leute von ihr hielten. Aber das war nicht die gleiche Frau, die vor ihm saß. Sie war ein abgebrochenes Abbild, eine verblasste Erinnerung. Und sein Herz wurde schwer, als er das erkannte. Das waren die ersten 8% vom Buch. Das ist jetzt kein arg so langer Einblick gewesen, aber ich fand diesen Punkt des Endes quasi des Vorlesens ganz gut, weil man hat einen guten Einblick zu Jana bekommen und man konnte Erik auch schon ein bisschen kennenlernen. Ich muss sagen, Jana lässt einen nicht kalt. Ich glaube, das hat man auch beim Vorlesen von meiner Seite gemerkt, dass Jana ein Charakter ist, der mir sehr, sehr ans Herz geht, dem ich vieles nachempfinden konnte. Nicht alles und auch nicht Situationen nachempfinden konnte, aber so dieses Denken über sich selbst, dieses Denken über andere, dieser Kampf, dieses fehlende Selbstwertgefühl, kann man das so sagen? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ich konnte mich mit Jana super, super gut identifizieren. Das kommt aber auch daher, dass die liebe Sabrina einen wahnsinnig tollen Schreibstil hat. Also ich muss euch sagen, ich habe dieses Buch in einem Rutsch durchgelesen. Das sind, ich weiß nicht mehr, wie viele Seiten. Aber die sind quasi, diese Seiten und Zeilen und Kapitel sind so, die sind wirklich an mir vorbei. Was ich wirklich, wirklich schön finde, ist immer diese kleinen, kurzen Gedichte. Also dieses Buch ist, glaube ich, 7 Abschnitte sind das, glaube ich, eingeteilt. Zu jedem Abschnitt gibt es vorne dieses kleine Gedicht um diese Rose im Schnee. Es ist die Verbindung zur Eisrose. Es ist dieses Eisrosengeheimnis. Bei diesem Titel wollte ich schon wissen, was ist dieses Geheimnis? Ich muss es wissen. Ich will es wissen. Als ich dann den Klappentext las, dachte ich so, was ist Jana passiert? Bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gekommen sind, weiß man nur, sie hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber warum? Was sich da am Ende auftrödelt, ist unfassbar emotional. Ist für mich ein Gänsehautmoment gewesen. Also ich konnte mit jeder Person in dieser Situation nachfühlen. Ich konnte mich in jede Person reinversetzen. Einfach weil die liebe Sabrina es einem auch so transportiert, dass man nicht anders kann, als sich mit diesen Leuten zu identifizieren. Ich saß hier, ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, ich hatte den Mund, der mir offen gestanden hat. Es war wirklich alles dabei, was ein gutes Buch haben muss. Also jeder, der dieses Buch nicht kennt, kriegt von mir eine ganz, ganz klare Leseempfehlung. Ich bin so dankbar, dass eine liebe, nette Freundin, Bekannte, also wir haben es noch nie live gesehen, aber mich verlinkt hat bei der lieben Sabrina und gesagt hat, Annika, dieses Buch ist was für dich, bitte, bitte lese es. Ich bin ihr so unfassbar dankbar, dass sie das gemacht hat. Weil ansonsten wäre ich wahrscheinlich über dieses Buch nie gestolpert. Wahrscheinlich hätte ich es auch nie gelesen. Und dann hätte ich was verpasst. Ich hätte wirklich was verpasst. Ich hätte eine emotionale Reise verpasst, die einem